Wir hatten eine ganz tolle Session über Gamification gehabt. Es keine Frage, dass Gamification ein ganz wichtiges Thema ist. Ist eigentlich erstaunlich. Als Kind haben wir überall gespielt und wir haben ganz viel gelernt in Spielen. Und insofern ist Gamification jetzt auch in der digitalen Welt im Unternehmen angekommen. Bei Gartner wird es ganz hoch gehypt. Insofern haben wir diesen Gartner-Cycle gesehen. Und jetzt haben wir von SAP, von dem Herrn Thomas gehört, wie er Gamification, die Rolle von Gamification im Unternehmen sieht. Ja, ich meine, das hilft auf jeden Fall, Nutzer zu engagieren, also motivieren, spezielle Dinge zu machen. Im Lernkontext heißt das jetzt bei uns eben vielleicht, sich mehr noch mit zum Beispiel einer Community auseinanderzusetzen, nutzergenerierte Inhalte beizutragen oder einfach auch vielleicht motivierter sein, einen Lerninhalt durchzuarbeiten. Im Endeffekt, eine wichtige Komponente ist aber auch, soll Spaß machen, ne? Und das haben wir heute besprochen. Also was sind die Arten, Mechaniken von Badges, Punkten, Missions und so weiter, hatten wir auch Beispiele von einigen anderen Projekten und haben eben einige Punkte diskutiert. Also eine interessante Diskussion hier, da sehen wir eben zum Beispiel, muss zur Zielgruppe passen. Also wenn ich jetzt irgendwie für LKW-Fahrer irgendwas Blinkendes, Kindisches mache, das ging eher nach hinten los. Also auch da die Punkte, die Badges, alles sollte da stimmig sein. Eigentlich auch ein gängiges Lerndesign-Prinzip. Ein anderes Punkt war Erfolg, jetzt zum Beispiel in der Community, mitmachen bei Communities, was ist da Erfolg? Es sind zum Beispiel 90 aktive Beiträge gut, also wenn man zum Beispiel die Verhältnisse 90-9-1 sehen, der Community-Teilnahme, dass eigentlich nur 1% aktiv mitmacht, ist sowas doch zum Beispiel eine ganz gute Zahl, also sowas haben wir noch diskutiert. Und ganz interessant ist natürlich auch das Thema Alter, ich denke, da gab es unterschiedliche Meinungen. Also, willst du was dazu sagen, was wir diskutiert hatten? Für mich war sehr interessant, dass wir festgestellt haben, dass Miles & More-Programme, dass YouTube alle Gamification Elemente haben. Und die Elemente sind, man sammelt, man kriegt eine Auszeichnung, man kriegt irgendetwas dafür. Insofern ist eigentlich klar, dass wir Gamification in der Welt schon überall im Prinzip haben. Und das Interessante ist, also früher war es ein Gräuel gewesen, den Computer anzustellen, hochzufahren, was zu finden. Und da hat uns eigentlich Apple gezeigt, was ein tolles User Interface bedeutet. Denn eigentlich kann man sagen, ein iPad ist ja eigentlich auch so eine Art Gamification-Ding. Ich mache das Ding auf und kann es benutzen. Und deshalb zur Frage des Alters. Also wir haben festgestellt, gerade Herr Wolfgang hat es gesagt, es ist keine Frage des Alters. Jeder will etwas leicht verständlich in netter Form bekommen. Und dann gibt es natürlich Abstufungen, dass man also natürlich für ältere Leute ein bisschen andere Zeichensprache braucht wie für jüngere Leute. Aber jeder will im Prinzip eine Auszeichnung haben. Jeder will leicht und spielend lernen. Das hat er von Kind aus eigentlich, das war mein Eingangsstudium, gelernt. Also eigentlich ist es eigentlich relativ trivial. Insofern klar, dass da viel in der Zukunft ist und die Entwickler müssen einfach sehen, dass uns da schöne Tools entwickeln. Wichtig ist, dass es Spaß macht, dass man Freude hat am Spielen und ich meine, das Gamification ist von der Theorie in der Praxis auch angekommen. Wir bieten zum Beispiel ganz speziell Gamification zum Beispiel Projektmanagement-Simulatoren an. Ja, oder auch Scrum für Scrum-Simulatoren. Das heißt also, Gamification von der Theorie in die Praxis transferiert, die wir in Blended Learning Konzepten einsetzen. Genau, und soll man den Leuten noch was mitgeben in die Praxis? Also Lernen soll Spaß machen, wichtiger Punkt, auch wenn da manche vielleicht dann dagegen sind und sagen, oh, das ist nicht konservativ genug. Man kann das auch mit einfachen Botmitteln machen, also wirklich einen Button ausdrucken und einen Teilnehmer verschicken. Er hat auch was Spielerisches, ist eine Belohnung. Man kann natürlich auch eine Plattform, hatten wir auch drüber gesprochen, eine Gamification-Plattform einsetzen. Aber ich denke, man kann auch klein anfangen. Offen sein, ausprobieren. Genau.